Ja, halt einmal probiert und das hat mir mehr als gelangt. Schon schlecht war er dabei? Ja, nein, das nicht, aber gut war es nicht, also. Nein, auch nicht. Heimlich nicht, aber beim Poker halt mal probiert, aber ja, geschmeckt hat es mir nicht. Ja, weil was bringt dir das, wenn jetzt da so, weiß nicht, also irgendwie schon, ja. Also, ich habe schon mal gerohrt, aber ich habe aufgehört mit dem, weil das zu viel gekostet hat und das ist nicht cool. Und man stinkt immer nach Roh und es ist nichts. Also ich finde es nicht gut. Also ich weiß noch, bevor ich halt richtig anfange, habe ich mir gedacht, nee, ist nichts, weil sonst wird es wieder schwer zum Aufhören. Und darum habe ich mir gedacht, es ist besser zum Aufhören. Ja, ich tät jetzt Kaugummi nehmen. Nein, Ex-Raucher. Ich bin vor 10 Monaten aufgehört. Ja, es war der 12. Versuch in den letzten 13 Jahren. Und jetzt ist er irgendwie erfolgreich gewesen. Ja, Luft ihn ja eigentlich gar nicht mehr. Momentan, ja, ist relativ leicht gefallen. Na, ab und zu drehen wir mal zum Reden, aber ansonsten eher nicht selber. Ja, da haben wir schon mal ein Jahr. 13 bis 15 oder so. Da habe ich schon viel geraucht, aber mittlerweile ist das auch. Ja, ich war nie so richtig der Sucht verfallen, sagt das was. Vielleicht war es in seinem sozialen Umfeld, in der Arbeit. Kommt ganz drauf an, wenn er auf dem Bau schafft, dann nur die Liebe in der Bürojob wechselt, hat man nicht so oft die Chance. Aber an sich liegt es ja an einem persönlich. Man kann immer rauchen, egal ob man es darf oder nicht. Und man kann auch immer aufhören. Das ändert sich. Ich kann mir Zeit mit meiner Schwester verbringen. Ganz klar auf jeden Fall.